dieser Anlass. Ich darf Sie, meine Damen und Herren, herzlich begrüßen in der Residenz. Herr Simon, Sie müssen es über sich ergehen lassen. Sie gründeten 1995 mit anderen in Rumänien tätigen Geschäftsleuten den Deutschen Wirtschaftsclub. Damals, als noch keine institutionalisierte Vertretung der deutschen Wirtschaft existierte, war das ein enorm wichtiger Schritt für die Gruppe deutscher Investoren und Firmenvertreter. Der Club stellte in einer, ich darf sagen, unübersichtlichen Phase der Wirtschaftsentwicklung Rumäniens, der sogenannten Transformation, ein Austauschforum dar, welches für die gesamte deutsche Wirtschaft in Rumänien außerordentlich wichtig, wenn nicht überlebenswichtig war. Gemeinsam mit der später gegründeten Deutsch-Rumänischen Handelskammer und auch der Wirtschaftsabteilung der Deutschen Botschaft hat der Wirtschaftsclub und hier maßgeblich Sie selbst, Herr Simon, große öffentlichkeitswirksame Veranstaltungen organisiert. Ich denke dabei nicht zuletzt an die Veranstaltung zur Bundestagswahl 2005 oder die Eröffnung der Fußball-WM 2006, um nur diese zu nennen. Mit der deutschsprachigen monatlichen Wirtschaftszeitschrift Devis, mit monatlichen Treffen und mit Einzelveranstaltungen füllt der Wirtschaftsclub seine Rolle als Plattform für den Informationsaustausch der deutschen Wirtschaft in Rumänien weiter aus. Herr Simon, Sie sind als Person bei deutschen und rumänischen Gesprächspartnern geschätzt und werden bei öffentlichen Veranstaltungen als ein maßgeblicher Vertreter der deutschen Wirtschaft in Rumänien wahrgenommen. Durch Ihre Eigeninitiative wurde mit dem Aufbau des Deutschen Wirtschaftsclubs und kürzlich auch eines Dachverbandes ein wichtiger Baustein in den deutsch-rumänischen Wirtschaftsbeziehungen geschaffen. Dieser Baustein hat dazu beigetragen, dass Deutschland heute Rumäniens Handelspartner Nummer 1 und einer der wichtigsten Investoren in unserem Gastland ist. Der Herr Bundespräsident hat Sie daher ausgezeichnet. Ich darf aus der entsprechenden Urkunde vorlesen. Verleihungsurkunde: In Anerkennung der um Volk und Staat erworbenen besonderen Verdienste verleihe ich Herrn Peter Josef Simon in Bukarest das Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland Berlin den 14. November 2008. Der Bundespräsident Horst Köhler. Vielen Dank. Im Haus von der damaligen Wirtschaftsreferentin im Keller. Da hat also alles angefangen und ja, wir haben gesagt, wir brauchen jemanden und wir brauchen eine Vereinigung, wir müssen stark sein. Ja, und dann haben wir das gemacht und sind also bis heute zusammen. Von dieser Zeit sind die meisten Leute noch da und wir werden es auch weiterführen. Also ich bin ohne Worte, muss ich sagen. Und ja, ich bitte, wenn Sie denn meinen Bundespräsidenten meinen Dank übermitteln würden, also mich sehr darüber freue und nach wie vor weiterarbeiten werde und vielleicht nicht nur in Rumänien, sondern auch in Bulgarien. Das würde ich gerne und unmittelbar tun. Ja, vielen Dank.